Nein, Henry. Auf die Nummer falle ich nicht rein. Welche Nummer? Deine Wow-Tasse. Dein charmantes Lächeln. Ach, komm schon. Gib mir noch eine Chance. Bitte. Na gut. Wollen wir heute Abend essen gehen? Heute? Da wollte ich mit Jasper bowlen gehen. Ja, ich wusste es. Warte! Warte! Heute Abend passt gut. Wirklich? Ja, nur wir zwei. Essen, wo auch immer du willst. Wollen wir in Sotto Voce? Lasagne! Treffen wir uns um 7. Und wie wir uns treffen. Ja, sowas kommt vor. Kenzie und ich freuten uns schon auf unseren nächsten großen Fall. Und ja, das war's fürs Erste. Also, danke fürs Zuschauen. Okay, ich weiß, worauf ihr wartet, aber Partner küssen sich nicht. Echt, das wird nicht passieren. Hier gibt es nichts zu sehen. Es ist zu Ende, okay? Zu Ende. Hört ihr nicht? Der Film ist vorbei. Ich hätte gern ein bisschen Privatsphäre. Jetzt macht schon, Cut! Ich sollte mehr trainieren. Du meinst, anfangen. Henry, na los, rette mich! Ja doch, deswegen bin ich hier. Deswegen mache ich auch Sport. Halt die Klappe, Löwe! Ich bin hier gerade beschäftigt. Sieh's doch mal von der guten Seite. Sie sind gar nicht weit weg. Und ich bin noch da. Weißt du, ich fühle mich anders. Besser. Sie haben mir gezeigt, dass in Adam Baker mehr steckt, als ich wusste. Adam, es gibt da noch eine Sache, die ich wirklich wissen muss. Ich hatte recht. Manche Dinge können wirklich perfekt sein. Hey, Bianca! Oh, hi Henry. Weißt du, dass ich dich mag? Und ich meine, nicht bloß, dass ich dich mag, sondern, dass ich dich mag. Mag. Cool. Sonst noch was? Nee, doch. Ich würde dich gern küssen, wenn du das auch willst. Während alle Welt zuguckt? Ja, zeigen wir denen, wie es geht, oder? Wie fühlst du dich? Voll gut. Das ist noch nicht vorbei. Du kannst jetzt weglaufen, aber früher oder später werde ich dich garantiert finden. Schön, dann mache ich es dir mal leicht. Du triffst mich morgen Nacht, genau um Mitternacht. Direkt unter dem Swerview-Schild. Und komm alleine. Alleine? Hey, was hast du? Nein, du wirst doch wohl nicht, nein, bitte. Ist doch besser, als sich mit mir zu streiten. Nein! Möglicherweise. Irgendwie, aber kann ich nicht genau sagen. Mach's erst nochmal. Vielleicht mache ich das morgen Nacht, wenn du wirklich allein kommst. Aber ich... Bye, Herbert. Ich weiß gar nicht deinen Namen. Ja, Hart. Henry Hart. Hört sich schräg an, wie du das sagst. Mhm. Wirklich schräg. Hey, ich war gerade über eine Stunde auf dem Klo. Hört sich zwar eklig an. Schon okay. Was will denn der Kerl? Alles gut, er ist nur meinetwegen da. Oh. Heute wird geklärt, wer jetzt das ehrenwerte Geschäft meines Vaters übernehmen soll. Ist denn das Geschäft deines Vaters wirklich ehrenwert? Was ich für Geschäfte mache, willst du nicht wissen. Nur keine Angst. Bereit, aufs Dach zu gehen? Ja, nur noch eine Sekunde. Okay, aber
Wir sollten nicht trödeln. Tut mir leid, dass es so komisch mit uns war. Das lag am Traum. Ach, ist halb so wild. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. Und du nicht gefressen wurdest. Ja, da hast du recht. Wie wär's mit einer Wette? Okay. Wenn ich jetzt nicht treffe, küssen wir uns. Was? Ups. Kannst du mir sagen, was hier passiert? Sei still. Ich bin gerade beschäftigt. Lippen!